Hallo und herzlich willkommen zu Dorf Blend Zoo. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich bin mir die ganze Zeit den Kopf am Zerbrechen, wie es hier weitergehen soll, weil das hier vorne hat die Messlatte schon sehr hoch gelegt. Vor allem, das habe ich gerade offscreen gesehen, gefällt mir das hier sehr gut, wenn ihr hier durchguckt. Das sieht so toll aus und auf jeden Fall war ich am Überlegen, dass wir vielleicht diese Blumen hier weiterziehen bis da zur Mauer. Das wäre vielleicht eine Überlegung wert, dass wir das hier alles gleich halten und dann im nächsten Garten beispielsweise die orangefarbene nehmen, dann im nächsten Garten wieder welche anderen. Ne, dass man das alles so ein bisschen einheitlich hat. Oder wir machen wirklich so ein bisschen gemischt. Das heißt, wir nehmen hier gelbe, orangefarbene, wobei ich wirklich zum Ersteren tendiere. Heißt also alles die gleichen und dann vielleicht immer so ein paar Akzente setzen, wie beispielsweise diesen Busch hier. Das sähe bestimmt auch nicht so verkehrt aus. Die Bäume, ja, da bin ich noch am Überlegen, wie wir das machen. Weil, ich sag mal, das sieht super aus, das sieht super aus. Ne? Das ist alles so pink gehalten. Dann haben wir hier das Gelbe. Vielleicht sollten wir die Bäume dann in den Garten setzen, wo wir dann Orange haben. Das wäre vielleicht auch eine Überlegung wert. Können wir einmal kurz gucken, wenn wir den jetzt schön mit... Oh, weißt du was, wir setzen den nicht mittig. Sondern... Wir setzen den einmal hier hin. Dann setzen wir den einmal hier hin. Aber wir drehen die ein bisschen. Ne? Also wir drehen die, ja, passt doch noch. Okay, wir drehen die auf jeden Fall nochmal ein bisschen, damit die nicht so copy-paste mehr. Oh, guck mal hier, da haben wir ja noch richtig viel Platz. Aber richtig viel Platz. So, und dann machen wir nochmal einen hier in die Mitte, würde ich sagen. Ne? Dann setzen wir hier nochmal einen schön in die Mitte. Den drehen wir natürlich auch noch mal ein bisschen. Vielleicht in die Richtung. Wäre eine Option. Aber ich glaube, ne, wir müssen noch ein bisschen weiter. So müsste das sein, ne? Das passt. Okay, sehr schön. So, dann haben wir hier schon mal die Bäume. Ja, wir haben hier auch... Oder sollen wir den nehmen? Wäre auch eine Option, ne? Wenn wir sagen, weißt du was? Den setzen wir jetzt beispielsweise hier hin. So, pass auf, den machen wir weg. Und dann haben wir nur einen Baum in der Mitte. Oh, das wäre auch nicht schlecht. Fächerahorn heißt das Ding. So, pass auf, den setzen wir dann hier hin. Drehen wir aber natürlich wieder. Moment. So würde ich sagen. Dann kommt der weg. Würde auch gehen, ne? Dann haben wir so einen Baum als Zentrale, also als Mittelpunkt. Und... Ja, lassen wir so. Pass auf. Und genau das Gleiche machen wir eigentlich hier auch. Wir ziehen diesen Busch einmal nach rechts. Oh. Wir könnten so einen pinken Baum nochmal hier in die Mitte setzen, ne? Warte mal, der ist auch ein bisschen pink, ne? Ist derselbe. Du bist nicht derselbe. Okay, warte. Wir drehen den. Wir drehen den. Wir... Okay, reicht das schon? Reicht schon. Okay. So, und dann nehmen wir Kirschblütenbaum. Wir müssen mal ganz kurz gucken. Ich könnte eigentlich auch laufen lassen. So, Kirschblütenbaum. Kirschblütenbaum. So, da haben wir nämlich den Kirschblütenbaum Nummer 1. Nummer 1. Nummer 1 ist so. Könnten wir machen, dass wir den dann hier mittig setzen. Wobei das hier schon sehr knapp wird, ne? Wenn die dann... Okay, wir sind aber auch... So ungefähr müssten wir hin. Und dann müssen wir den drehen. Kriegen wir den so gedreht, dass... Nein, kriegen wir nicht. Kriegen wir den so gedreht, eventuell? Oh, warte, aber wir können ihn noch weiter nach vorne setzen. Guck mal hier. So, und wenn wir den jetzt drehen... Warte, so vielleicht. Wäre eine Option, ne? Guck mal, ist genau mittig vom Pool. Puh. Sehr schön. Okay, mach mal so. Ich habe gerade zum ersten Mal Windgeräusche hier gehört. Ich spiele das Spiel erst seit neuestem. So, und dann setzen wir die Bäume, die... Was sind denn eigentlich hier? Wie heißen die Dinger? Die Büsche, die Goldrute. Setzen wir dann... Hier hin erstmal. Genau. Ein bisschen Abstand. Noch ein bisschen Abstand, dass wir das schön so alleine stehen. Ja, guck mal. Ne, noch ein bisschen zurück. Ja, sensationell. Okay.
So, und dann können wir loslegen. Dann können wir jetzt hier... Okay, ich verstehe. Warte. Dann machen wir das folgendermaßen. Warte. So, Winkelausrichtung. So, ne? So müsste das sein. Und dann ziehen wir das nämlich hier hin. Guck mal, wie viel Meter wir gut machen hier. Wir sind da schon ein Kilometer, aber naja, okay. Wir müssen das hier noch ein bisschen hier hinziehen, würde ich sagen, ne? Ja. So ist in Ordnung. Sehr schön. Dann nehmen wir den hier. Setzen die hier hin, aber sagen wir so ungefähr. So. Richtig? Richtig. So, dann nehmen wir das hier und drehen das mal. Nehmen wir mal so. Ja, sieht doch gut aus. Ne? Da soll ungefähr die Reise hingehen. Das würde ich jetzt erstmal so ein bisschen weitermachen. Sprich, wir ziehen das, glaube ich, bis zum Ende. Ja, ich glaube, wir ziehen das jetzt bis zum Ende. Und dann... So. Ein bisschen zurück. Und dann löschen wir vielleicht einzelne Segmente. Könnten wir eigentlich so machen. So, pass auf, das nehmen wir jetzt hier rüber. So ist schön. Ja. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon mal eine Grundfläche. Das heißt, ich habe jetzt extra das Kleine am Ende genommen, damit wir hier einfach sagen, wir kopieren uns die alle, ziehen die immer rüber und so weiter. So, sind wir auf der Weltachse? Wir sind von der Weltachse, ja. So, und jetzt sagen wir, das. Sind wir auf der Weltachse? Wir sind nicht auf der Weltachse, okay. Ach so, guck mal, hier ist der Baum. Das ist ja nicht schlimm, da ziehen wir jetzt erstmal so durch. Ich setze das mal kurz hier ab. So, dann können wir nämlich das wegmachen, ne? Dass der schön alleine steht. So, ja. Und dann sagen wir hier, markieren wir uns. Markieren. Und gehen wieder auf die Weltachse und dann gucken wir mal. Obwohl, das ist eigentlich schon sehr gut ausgerichtet. Ja, okay. Ah, die Endmarkierung war natürlich wieder da. Ich hätte das vielleicht auch als ein Objekt deklarieren können. Habe ich aber vergessen. Warte, hier ist ein kleines, das heißt, wir müssen das dann jetzt so machen. So, dann gehen wir wieder auf die Weltachse. Und ziehen einmal rüber. Ja. Jetzt sehe ich aber, dass wir das hier eventuell doch ein bisschen weiter hier hinsetzen können. Da sind wir ja flexibel, ne? Also da sind wir jetzt wirklich flexibel. Genauso wie... Ne, den lassen wir. Weil sonst sieht das wirklich so... Ne? Wenn wir den jetzt ganz am Rand setzen, sieht das wieder so doof aus. So finde ich das eigentlich schön. Ich finde das tatsächlich so schön. Hier würde ich auch nichts zwischensetzen, dass wir den so als Highlight haben hier. Finde ich schön. Finde ich. Habe ich schon mal erwähnt, finde ich schön. Ja. Erkennt man auch als Garten. Ich bin jetzt noch am Überlegen. Also, wir könnten jetzt sagen, wir nehmen so eine zum Beispiel raus. Oder so eine, ist ja egal. Oder zwei. Ne, dass wir die rausnehmen zum Beispiel und dann sagen, wir setzen da so einen Busch hin. So ein Büschel. So. So. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Wie weit können wir zurück? Schön mittig ungefähr. Und das gleiche machen wir natürlich hier auch. Ne, so als kleinen Highlightpunkt. Finde ich okay. So, das gleiche machen wir jetzt hier auch. Dass wir hier wieder zwei rausnehmen. Den und den würde ich sagen. Und dann setzen wir den einmal rüber.
Die brauchen wir auch nicht drehen, weil bei denen ist das eh egal, wo vorne und hinten ist. Weil ist alles gleich. Alles gleich. So. Wer schreit denn hier? Wartet doch mal. Hallo? Wieso hört man die da? Wie kommt ihr denn hier hin? Oh. Ah, okay. Ich verstehe. Ja, ich verstehe. Entschuldigung. Sorry, mein Fehler. Oh, wie ist mir das denn passiert? So. Wir machen mal alles weg. Alles weg. Weil mit dem Picknick-Station habe ich ja schon mal erwähnt, weiß ich noch nicht. Und jetzt, wo ich auch sehe, dass die Leute hier hinlaufen. Ah, ich weiß, warum die hinlaufen. Weil. Warte. Wir hatten da bestimmt eine Connection noch drin, ne? Könnte sein. Huch. Ja, dann viel Spaß noch hier im Zoo. Sie konnten hautnah ein Gehege erkunden. Huch. Ja. Huch. So, was machen wir jetzt mit diesen Blumen da hinten? Sollen wir die auch noch hier reinsetzen? Also beispielsweise, dass wir sagen, wir nehmen das hier weg und setzen dafür dann so eine hin. So eine hier. Als zweites Highlight. Warte mal, wir gucken mal, wie das Ganze aussieht. Theoretisch könnten wir das noch wegmachen. So sagen, so. Und steht die ein bisschen alleine da. Da bin ich jetzt noch so ein bisschen hin und her gerissen. Tatsächlich. Weil ich bin jetzt echt am Überlegen, ob mir das hier besser gefällt oder das hier. Schwierig, ne? Guck mal, wenn wir die jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, hier wieder hinsetzen. Nur mal so. Wir drehen die noch ein bisschen. Ne, drehen die nicht. Will ich die haben? Boah, schwierig, ne? Sehr, sehr schwierig. Oder wir sagen, wir lassen das weg und setzen die hier hin. Wir können ja mal gucken, wie das wirkt, wenn wir die hier hinsetzen, anstatt dem kleinen Busch da. So. Schön da reinsetzen. Schön mittig. So. Gefällt mir besser. Gefällt mir besser. Weil, ich habe keine Ahnung davon, aber das sind ja eher Bodenblumen und das sind hochrankende Blumen. Und jetzt hätten wir hier auch wieder hochrankende Blumen. Deswegen finde ich die ein bisschen schöner tatsächlich. Ja, ich finde die schöner. Machen wir das weg. Setzen wir die hier hin. Ziehen die einmal rüber. Gefällt mir echt besser. Man muss ja auch mal die Objektive, den Betrachtungswinkel ein bisschen ändern. Sollen wir die hier auch wegmachen, den Busch? Einfach so, mal gucken und dafür die dann da hinsetzen. So beispielsweise. Drehen die mal noch ein bisschen. So. Ja, gefällt mir tatsächlich besser.
gefällt mir wirklich besser als diese Bodenbüsche. Sieht wesentlich, mir gefällt es wirklich besser. Wirklich, wirklich. Also nicht nur so, sondern wirklich, wirklich. Jetzt bin ich am Überlegen, sollen wir jetzt sagen, wir machen hier weiter? Oder sollen wir jetzt erst hier fertigstellen? Ich sag mal so, das hier ist ja sowieso eigentlich nur eine Randerscheinung. Ne? Weil das ganze Gehege, wird ja, da kommen ja natürlich noch Bäume rein und auch noch so ein Poolhäuschen für die Pandabären. Deswegen, ich glaube, das ist schon, ja, trotzdem muss man sich ja den Kopf zerbrechen. So, wir haben hier die echte Aloe. Nein, Natur. Aloe. So. Die kommt dann beispielsweise hier hin. Gucken mal, wie das Ganze wirkt. So. Gut, da kannst du ja nicht viel drehen, ne? Da kannst du nicht so viel drehen, wie man möchte. Hat was, ne? Aber ich muss sagen, mir fehlt der Kontrast. Yep. Habe ich recht, ne? Habe ich recht, weil wir haben hier orange und da orange. Guck mal, hier haben wir pink oder rosa und hier haben wir gelb. Deswegen können wir die eigentlich lieber in den Garten ansetzen, beispielsweise. So zum Beispiel. Ne, dass man die dann wegmacht und dann andere dahinsetzt. Ja, aber welche anderen? Pinke Dinger. Rosa Dinger. Die würde ich irgendwie sehen da. Ich glaube, das verträgt sich gut. Oder sowas hier. Naja, Rohrschilf. Will ich Rohrschilf da drin haben? Ich guck mal kurz. Nee. Will ich nicht, ne? So, dann gucken wir mal. Also, wir hätten als pinke Option diese hier. Wie heißen die? Moosglöckchen. Oh, das wäre gar nicht so verkehrt. Pass auf, weil... Jetzt kommt's. Halt dich fest. Wir haben hier gelb. Ne, ist ja klar. Dann haben wir pink. Dann haben wir hier pink. Dann haben wir hier orange. Hier haben wir orange. Da müssen wir nur einen gelben Baum hier hinsetzen. Boah, das erzählt sich ja sogar eine Geschichte. Pflanzen. War natürlich so geplant, selbstverständlich, ne? Wir brauchen Filter. Kontinent. Asiatisch. So, und dann gucken wir mal. Was haben wir denn da? Die könnten wir eigentlich auch hier hinnehmen. Müssen wir mal gucken. Ich setze die mal hier hin. So, die oder die. Müssen wir mal schauen. Ich lasse die jetzt erstmal da sitzen. So, wir brauchen aber einen gelben Baum. Einen gelben Baum. Oh, es gibt keine gelben Bäume, oder was? Wollt ihr mich veräppeln? Es gibt keine gelben Bäume. Der ist grün. Jetzt haben wir ein Problem. Nee. Warte, ich gucke weiter. Vielleicht finden wir einen gelben Baum. Oh, das will noch wachsen. Das ist ja süß. So, dann gucken wir einfach unter alle. Gehen wir mal hoch. Der ist gelb. Der ist gelb. Der wäre eine Option. Den halte ich mal. Nee, zu hoch. Die hat unten ja gar nichts. Stell dir mal vor, du sitzt im Garten
und kriegst dann immer Genickstarre, weil du nach oben gucken musst, damit du die Baumkrone siehst. Ist gelb, ne? Ja. Oh, guck mal. Hier wäre die Mitte. Hier. Das heißt, hier wird die hingesetzt. Entschuldigung. Wir können aber nochmal kurz drüber gucken, ob wir noch was anderes sehen, aber ich vermute mal, das ist der Baum. Wie gesagt, wir gucken nochmal ganz kurz drüber, aber gelber Trompetenbaum. Aber irgendwie, warum heißt der Trompetenbaum? Der spielt doch gerade keine Trompete, oder sehe ich das falsch? Ich gucke nur gerade. Was ist denn, wenn man den jetzt beispielsweise... Oh, warte. Trompetenbaum, so. Wenn wir den jetzt zum Beispiel... Genau, den setzen wir da... Nee, den anderen. Hallo? Den, ja. Den setzen wir hier in die Ecke. Guck mal. Eckt nirgendwo an. So. Perfekt. Und den setzen wir hier hin. Na. Ja. Den setzen wir hier hin, aber andersrum. Die schöne Seite nach vorne. Der ist echt gut. Also der ist eigentlich perfekt hierfür, ne? Guck mal, irgendwie ergibt das hier alles Sinn in dem Themenbereich. Oder? Ich finde das echt gut. Mit diesem Farbschema. Gut, wer nicht weiß, ne, denkt sich, was wurde denn hier gemacht? Aber dann kannst du ja bestimmt dem oder der erklären, was wir hier vorhatten. Und das war von Anfang an so geplant. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.